Thank you.
1930 von Luigi Boccherini mit Reinhold Bühn als Solisten, begleitet vom Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Ogan Denark. Das war das eine Aufnahme vom Konzert im November 1938 von Luigi Boccherini der Münchner Residenz. Reinhold Buhl als Solisten, in wenigen begleitet vom Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Ogan bis zu den 2 Uhr Nachrichten. Wir brachten eine Aufnahme vom Nussknacker Suite Opus 71 A von Peter Tschaikowski auf der Münchner Residenz. Hören Sie die 7 Sätze in wenigen Sekunden Miniatur 1 Uhr Marsch 34 de la Fédragée. Bis zu den 2 Uhr Nachrichten stehen nur noch die Nussknacker-Suite Opus 71 A von Peter Tschaikowski auf dem Programm. Waltz des Fleurs. Hören Sie die 7 Sätze in einer Einspielung mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Colin Davis. Es handelt sich hierbei um eine Live-Produktion chinoise vom 14. Januar 1988 und aus Waltz der Philharmonie im Münchner Gasteig. In einer Einspielung mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Colin Davis. Es handelt sich hierbei um eine Live-Produktion vom 14. Januar 1988 aus der Philharmonie im Münchner Gasteig. Thank you.
Thank you.
Applaus und Bravo-Rufe für das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Colin Davis spielten sie die Nussknacker-Suite Opus 71a von Peter Tschaikowski. Das war eine Aufnahme aus dem Jahre 1988. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer der WDR-Radioprogramme, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Sendungen. Diese CD-Audiokopie wurde für Sie gemäß § 53 Urheberrechtsgesetz ausschließlich für Ihren privaten Gebrauch hergestellt. Die Kopie ist urheberrechtlich geschützt. Sie darf nicht verliehen, vervielfältigt, vermietet, öffentlich aufgeführt oder zu Sendezwecken genutzt werden. Zuwiderhandlungen können zivil- und strafrechtliche Folgen haben.